Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Dragonest. So, wir haben nicht ganz so viele Questen. Ich glaube, das haben wir alles in der letzten Folge sehr ziemlich gemacht. Ich glaube, ich habe die letzte Folge auch etwas kürzer gehalten. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, bin in einer neuen Aufnahme. Und das bedeutet, erstmal wieder, wie immer, reinkommen ins Spiel. Und erstmal natürlich hier die Quest ganz normal annehmen, wie es halt so immer ist. Gesunkenes Handelsschiff, alles klar. So, zack. Okay, wie sieht unser Inventar aus? Und da sieht es, glaube ich, relativ gut aus, oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Dann können wir die Kiste auf jeden Fall auch gleich noch mit entnehmen. Ich gehe jetzt erstmal noch hier kurz mal zum Warp-Transporter, damit wir in die andere Richtung gleich nochmal kommen. La 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 la. Zack. So, Gegenstand öffnen. Okay, und da haben wir doch einige schöne und tolle Sachen bekommen. Gerade Lagererweiterung oder Inventarerweiterung, das ist doch ganz cool. Wir hatten ja uns, glaube ich, ja auch irgendwann mal diese von den AC-Punkten irgendwas gekauft, glaube ich. Hier können wir auf jeden Fall auch erstmal noch ein paar schöne Sachen herausnehmen. Okay, das bedeutet, wir gehen einfach mal in die andere Richtung, Warp benutzen, gehen zum Westtor und dann gehen wir hier rein. Ja, dann handelte die heutige Folge handelt dann nochmal von, ja, Bewerbungen. Ja, ich hatte jetzt gerade nämlich nochmal ein bisschen was in diese Richtung nochmal gerade unternommen. Es sieht momentan, gut, wir haben es jetzt natürlich auch schon Januar, beziehungsweise, ja, für euch, wenn die Folge dann rauskommt, halt in dem Fall schon Februar. Es ist schon relativ spät, jetzt noch einen Ausbildungsplatz zu finden, muss man ja so schon sagen. Also, ich guck mal, wo ich denn überhaupt hin müsste. Moment. U war das, genau. Nebenaufgabe. Eingestürzte Mine. Ich denke, wir werden die eingestürzte Mine mal machen. Ja, ich denke, das wird es wahrscheinlich werden. Wollten wir das nicht eigentlich auf Verdammnis oder sowas in die Richtung machen? Eingestürzte Mine. Wenn ich das jetzt auf Verdammnis gehen würde. Ja, hätten wir natürlich eine krasse Belohnung, ne? Dimensionshäfchen. Aber Bufferrüstung. Wir machen es mal auf Meister. Da haben wir doch zumindest mal einen kleinen Kompromiss geschlossen, denke ich. Und schauen wir mal, wie es wird. So, ja, genau, Bewerbung. Und zwar habe ich, ja, nochmal, bin ich ja immer noch ein bisschen auf der Suche nach einer Ausbildung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so kompliziert wird, da eine Ausbildung zu finden und zu suchen, was Vernünftiges zu suchen und zu finden. Und ich hoffe, dass ich vielleicht noch bei dem, was ich momentan jetzt noch als Rest habe, dass ich da vielleicht nochmal ein bisschen überzeugen kann. Wird man sehen, muss ich nochmal schauen, wie das wird. Aber ich weiß jetzt nicht, also ich bin natürlich, also ich habe ja schon einen Ausbildungsplatz, bin natürlich relativ zufrieden eigentlich damit schon mal, aber es ist halt auch ein längerer Fahrtweg und um diesen Fahrtweg vielleicht noch zu umgehen, bewerbe ich mich halt momentan ja noch weiter. Und jetzt gerade kurz vor der Aufnahme war es dann jetzt, ich muss ja ganz kurz mal das hier drücken. Jetzt kurz vor der Aufnahme war es zum Beispiel so gewesen, dass ich halt nochmal ein Unternehmen halt angerufen habe, wie es denn mit einer Bewerbung zum Beispiel halt aussieht. Und ja, rausgekommen ist dabei, dass ein Weg hinter den Schienen aufgetaucht, ja. Okay. Ja, herausgekommen dabei ist irgendwie nichts Gutes, weil der Typ, also der hat mir jetzt, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen, da meine Freundin und ich uns teilweise auf dieselben Ausbildungsplätze beworben haben und da uns das Unternehmen, wo ich da gerade angerufen habe, vor der Aufnahme, ja, sich eigentlich rein vom Standort eher relativ gut, gut befindet, sagen wir es mal so, ob da jetzt an der Betrieb gut ist, das ist natürlich dann die andere Frage. Ich glaube allerdings, wenn du dann schon solche Unternehmensstrukturen hast, die ich jetzt hier gleich versuchen werde zu erläutern, dann ist das für mich auch am Ende halt überhaupt nichts, weil, keine Ahnung, das gefällt mir dann halt auch so nicht. Es ist halt so, dass meine Freundin sich ja dort auch schon beworben hatte und es ist halt so, dass ich für meinen Teil habe nie eine Antwort von dem Typen bekommen, ne? Ich habe dem zweimal auf zwei E-Mail-Adressen habe ich dem eine scheiß Bewerbung hingeschickt, ne? Und habe nie eine Antwort bekommen
Und weder auf die erste E-Mail, die einen Monat vorher verschickt wurde, und weder auf die andere E-Mail, die, wo ich einen Monat später nochmal meine Bewerbung abgeschickt habe. Und also das ist halt, keine Ahnung, das kann ich halt irgendwie nicht ganz nachvollziehen, wieso man nicht auf eine Bewerbung halt antworten kann als Unternehmen. Und keine Ahnung, da kriegst du dann halt, habe ich halt jetzt mal angerufen gehabt. Hier ist natürlich nach 2 Monaten halt, ne, um das halt einfach mal durchzuschauen, ne. Und einfach mal mal Feedback nochmal zu bekommen und so, ne, nach 2 Monaten, ne, aber Ende vom Lied war, ja, halt natürlich gut, klar, Absage, aber ich weiß auch von meiner Freundin, die hatte direkt eine Antwort bekommen, und ich weiß nicht, das gehört sich halt meiner Meinung nach halt überhaupt nicht, also das ist halt schon, da musste ich mich gerade im Vorfeld ein bisschen drüber aufregen, muss ich sagen, das regt schon ein bisschen auf, gut, ist jetzt noch relativ frisch, wahrscheinlich ist es dann sowieso gleich wieder vergessen. In einer halben Stunde ist das sowieso bei mir wieder raus aus dem Kopf, aber ja, so von der Art und Weise und von der Mache her ist das schon eine ganz schön asoziale Geschichte. So, muss ich hier erstmal weitersuchen, ich bin noch ein bisschen am herumsuchen. Hier muss irgendwo was sein, wo ich irgendwas machen kann, hier wahrscheinlich eigentlich. Erst wenn du alle Monster im Umkreis besiegt hast, aha. Hier ist auch nichts mehr eigentlich, oder? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Ja. Hier ist ein Monster definitiv noch. Das aber ganz schön buggy ist. Ah, jetzt. Ah, okay, ich habe ihn erwischt, das Monster. Habt ihr das gesehen? Also, da war jetzt kein Monster gewesen. Tut mir leid. Achso, jetzt kann ich hier noch draufdrücken wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich passiert auch nichts, wenn ich hier drin bleibe. Achso, doch. Doch, einen kleinen Rückschlag gibt's. Okay. Ja, naja, gut, wie gesagt, es ist halt so, ne, und ja, da muss man sagen, ist es dann vielleicht auch besser so, dass man lieber dort nicht angenommen wurde, weil, also, keine Ahnung, gut. Ich wollte jetzt einfach nur nochmal nachfragen, weil ich noch ein paar offenstehende Bewerbungen habe. Ich hatte jetzt gesehen gehabt, dass ein paar Bewerbungen von den circa 20, 25, die ich geschickt habe, dass dort auch ein paar überhaupt nicht beantwortet waren. Man kann so vom rein stochastisch betrachtet, kann man halt sagen, ja, von den 25 Bewerbungen wurde ich zu einem Drittel zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, die anderen Sachen, die waren eher Absagen, kann man so sagen. Und ja, von den Vorstellungsgesprächen waren bisher eigentlich auch mehr Absagen dabei als jetzt irgendwie Zusagen. Mal schauen, eine Sache kommt vielleicht demnächst jetzt noch. Ich hoffe, dass ich mich da gut verkauft habe. Ich hoffe es einfach. Und weil da hätte ich auf jeden Fall auch nochmal, das würde ich, gibt halt jetzt auch nur wenige Betriebe, die halt mir jetzt noch zusagen würden. Und keine Ahnung. Muss man mal schauen, wie es wird. Bin ich auf jeden Fall mal ganz gespannt. Zack. Okay, lalalala. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, einen Platz in der Informatik habe ich ja zumindest schon mal sicher. Einen Platz. Ja, und ja, ist halt, sagen wir es mal so, ist besser als überhaupt gar keinen Platz erstmal zu haben. Und man merkt das ja schon. Und ja, meine Freundin meinte jetzt zum Beispiel letzte Woche, die hatte jetzt letzte Woche zum Beispiel irgendwie nochmal ein Vorstellungsgespräch. Und sie meinte zu mir, dass eine ganz, ganz kleine Firma, so ein 10-Mann-Betrieb, dass die 67 Bewerbungen auf diesen Ausbildungsplatz bekommen haben. Gut, also hast du natürlich auch geschätzt ein Drittel halt irgendwelche Deppen halt mit dabei, die es halt, die halt nicht mal die Anforderungen erfüllen halt für so einen Ausbildungsplatz. Aber es sind dann halt trotzdem noch 50 Leute, ja, auf diesem Ausbildungsplatz, die halt, ja, die halt trotzdem noch drauf sind und, ja, noch trotzdem noch, ja, ganz einfach, ja, wie soll man sagen, ja, sie alles einfach nur deine Mitkonkurrenten halt sind, ne? Und das ist halt schon eine ziemlich heftige Summe. Und da halt die Leute auszustechen, das ist schon dann natürlich in der Summe gesehen auch etwas schwieriger. Aber naja, zählt nix. So, Tür öffnet sich.
werden wir sehen, wo mich das Leben noch ein bisschen so hinführt. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ja, da schauen wir einfach mal, würde ich meinen. So, ja, wir gehen ja jetzt erstmal hier noch ein bisschen weiter und haben jetzt hier noch ein paar Regeneration. Meister geht auf jeden Fall hier, zumindest für dieses Dungeon geht das auf jeden Fall ganz gut klar, muss man sagen. Ist ja auch nicht das größte Dungeon. Da bin ich aber, bin ich eigentlich nur ziemlich zufrieden. Also von der Geschwindigkeit her ist das in Ordnung. Also du siehst ja auch, dass die, oder man sieht ja auch im Allgemeinen, dass die Monster eigentlich relativ schnell fallen. Was? Der Weg wird vor einem Haufen Felsen versperrt. Find den Zünder der Bombe und zerstöre die Felsen. So, zack. Bäm. Ja, die Dicken brauchen auf jeden Fall etwas länger. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal etwas besseren Loot. Das muss man sagen. Zack. Du hast den Zünder gefunden. Kabumm, Kiste, Explosion. Hier hinten? Okay, müsste das jetzt eigentlich schon der Bossraum sein. Zumindest zeitlich würde das auf jeden Fall hinkommen. Ja, gibt auch ein kleines. Gibt auch ein kleines Interface, beziehungsweise einen kleinen, ja, Einspieler, kleine Zwischensequenz. Das passt. Kann mich leider wirklich nicht an die Dungeons immer erinnern. Also ich weiß ungefähr, was jetzt, wenn ich jetzt die Dungeons halt vor mir sehe und ich die Dungeons halt lese, wo ich jetzt reingehen muss, weiß ich ungefähr, wie die Dungeons aussehen. Aber ich weiß immer noch nicht genau, wo jetzt die Ecken sind und wo man, das ist halt, da washt man einfach im Grunde genommen relativ schnell durch. Und da vergisst man das natürlich auch relativ schnell. Im Endcontent-Bereich war es auf jeden Fall etwas anders gewesen, das muss man sagen. Oha. Kann sein, dass ich hier sterben werde. Okay, gut, da hat es mich erwischt. Schade, haben dem Ogre auf jeden Fall trotzdem 2 Leben abgezogen. Aber nicht weiter dramatisch erstmal soweit. Können auch jetzt direkt wieder loslegen mit unseren Hits. Und go. Und go. Zack. 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 Wunderbar. Sehr, sehr schön. So, wir heben mal wieder schön alles auf. Wie wir es bisher ja immer schon gemacht haben. So, zack, zack, zack. Okay, Meister ein Dungeon auf der Schwierigkeitsstufe Meister. Ja, gut, das haben wir, ja, denke ich mal, geschafft. Ja, ein kleiner C1 am Ende. Nichts Besonderes, aber soweit relativ solide, würde ich auf jeden Fall sagen. So, Goldkiste haben wir auch noch mit am Start. Und dann würde ich mal sagen, haben wir hier noch einen schönen Magier-Soldner-Ring noch bekommen. Aber der, ja gut, aber wir sind ja doch ein bisschen auch magisch ausgelegt. Naja, werden wir sehen. Muss mal gucken, ob das, ja, funktioniert dann vom Equipment her. Und ja, an der Stelle würde ich dann sagen, sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.